Genau. Und damit begrüße ich ganz recht herzlich zu unserer heutigen Online-Feier 50 Jahre Huntington-Hilfe in Deutschland. Am Gründungstag, genau heute, am 28. August vor 50 Jahren, wurde in Marburg-Lahn die Huntington, nicht die Huntington-Hilfe, sondern die Familienhilfe gegründet. Und ich habe eben recherchiert, das war auch ein Freitag. Ich weiß nicht, ob die auch abends zusammensaßen. Zumindest ist es genügend Anlass, um dem heute zu gedenken und Revue passieren zu lassen, was ist da alles passiert. Da ich da mal selber noch nicht auf der Welt war, viel davon am Anfang noch nicht weiß, habe ich mir einfach fachkundigen Rat gesucht, habe den Matthias Dose gewinnen können, der auch reichlich recherchiert hat in den letzten Tagen, um uns in einem Vortrag heute Abend das Programm zu verkürzen im Thema Huntington gestern, heute und morgen. Dafür herzlich willkommen, Matthias, schön, dass du dabei bist. Hallo, guten Abend zusammen. Wir haben vor, ich möchte ganz kurz noch was zur Technik sagen gleich und dann kommt der Matthias mit seinem Vortrag. Ich werde dann gleich nochmal anschließend nochmal was aus Sicht der Patientenvertretung zu sagen, werde dann, bevor wir alle anstoßen, noch den Jochen und die Hannelore Ulrich an meine Seite holen, damit ich nicht ganz so alleine bin. Schön, dass der Jürgen dabei ist. Können wir auch die noch gleich dazu nehmen. Und einfach wollen wir dann später den Abend gemeinsam ausklingen und nochmal auf die 50 Jahre, was da erreicht wurde, nochmal zurückblicken. Heute Abend den Abend genießen und dann die Kraft schöpfen für das, was noch vor uns steht. Die technischen Hinweise sind wie folgt. Und zwar sind Sie in diesem Online, in das Online-Fire, sind Sie als Zuschauer alle stumm geschaltet. Sie können Ihre Kamera nicht verwenden, Ihren Ton nicht verwenden. Die einzige Möglichkeit, mit uns jetzt in Kontakt zu treten, ist über den F- und A-Knopf. Der ist in der unteren Bildschirmleiste in dem Zoom-Fenster. Können Sie uns gerne Fragen stellen, und die wir dann auch mit Ihrem Namen vorlesen und beantworten werden. Machen wir sehr gerne. Matthias ist gespannt, welche Fragen zum Vortrag überhaupt entstehen werden. Ich sage jetzt bestimmt ganz viele. Ansonsten machen wir danach ja auch einen interaktiven Teil. Dann, das werde ich aber vorher ankündigen. Wir werden auch die Aufzeichnung zunächst stoppen und dann werden alle die Möglichkeit bekommen, ihre Kamera, ihren Ton einzuschalten, um mit uns dann gemeinsam anzustoßen. So viel zu den technischen Hinweisen und Input von mir. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Matthias ist vorbereitet. Die Präsentation ist startklar. Ich übergebe das Wort nach München. Ja, also guten Abend alle zusammen. Ich habe mich bemüht, aus der Fülle des Materials eine gewisse Auswahl zu treffen. Und zumindest, Michaela, du kannst da schreien, wenn es zu viel und zu lang wird. Und wir machen nach jedem Abschnitt gestern, heute, morgen eine kurze Fragepause. Anfangen möchte ich mit dem Gestern, also mit der Vergangenheit. Das ist der berühmte George Huntington. Huntington, ein Arzt aus der wohnte zu der Zeit in witzigerweise Pomeroy, Mr. Pomeroy aus dem Dinner for One. Sein Großvater und sein Vater waren aber Ärzte auf Long Island bei New York gewesen. Und weil er schon als Kind mit denen rumkutschiert war, konnte er also über mehrere Generationen Familien verfolgen, die ihm sein Großvater und sein Vater präsentierten, die nämlich an den Symptomen der Huntington-Krankheit, wie wir sie heute nennen, litten. Und so hat er dann also nach einem Vortrag im Jahr 1872 zum ersten Mal in englischer Sprache, Chorea kannte man zu dem Zeitpunkt schon als rheumatische Begleiterkrankung, aber dass es sich um etwas Erbliches handelt, dass es eben in den Familien sich fortpflanzt, dass es auch zu psychischen Veränderungen führt. Das war eben neu in dieser Originalarbeit von George Huntington. Wie ging es dann weiter? Man hat dann 1908 erkannt, dass die Krankheit autosomal dominant, also geschlechtsunabhängig, vererbt wird und dass, wenn nur ein Elternteil dieses Merkmal hat und vererbt, dass dann die Nachkommen auch erkranken werden. Das haben die Nationalsozialisten zum Anlass genommen, nach ihrer Machtergreifung Gesetze zu erlassen,
mit denen zum einen auch die Huntington-Familien von Zwangssterilisation betroffen waren. Und sie waren auch ab 1939 Opfer der Tötungsaktion von aus Sicht der Nazis unheilbar psychisch und aus sonstigen Kranken der sogenannten Aktion T4. Bis in die Gegenwart oder zumindest, wir sehen ja noch beim Gestern, in die 80er Jahre, hat das oftmals die Anamnese, also die Vorgeschichtserhebung in Familien erschwert, weil nämlich wohlwollende Ärzte, um die Familien vor Zwangssterilisation und gegebenenfalls Tötung sozusagen zu verschonen, bewusst falsche Diagnosen, also Bombenschock aus dem Ersten Weltkrieg oder Multiple Sklerose, die eben nicht erblich ist. Und dann hat man natürlich, wenn man in Familien gefragt hat, ist denn schon mal was gewesen, hieß es, nein, der Vater hatte eben, oder der Großvater war verschüttet im Ersten Weltkrieg und hatte davon das Zittern und so weiter. Dann, was auch für den weiteren Fortgang von Interesse sein wird, der bislang, wenn man so will, berühmteste und prominenteste Betroffene der Krankheit war der Volkssänger Woody Guthrie. Der erkrankte Anfang der 50er Jahre und starb im Alter von 55 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus, wo es damals schon sowas wie eine Spezialstation für Huntington-Kranke gab, 1967. Das ist vielleicht nochmal ein Blick auf dieses Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchs von 1933. Und da sehen Sie unter Punkt 5, erblicher Veitstanz, Klammer auf, Huntington'sche Chorea. Weil wir heute wissen, dass Chorea, also die Bewegungsstörung, nicht das einzige Symptom der Krankheit ist, sprechen wir heute von der Huntington-Krankheit. Das ist nochmal Woody Guthrie, der auch ein entschiedener Antifaschist war, wie man hier auf dem Aufkleber auf seiner Gitarre sehen kann. Und sein berühmtestes Lied und gecovert von den meisten prominenten amerikanischen Sängern ist This land is your land, this land is my land und so weiter. Das ist ein Foto von Woody Guthrie mit seiner, ich weiß nicht wie vielten Ehefrau Marjorie Guthrie, einer Tänzerin. Und die war eben von diesem Krankheitsschicksal ihres Mannes und seinem Tod 1967 so beeindruckt, dass sie sich entschlossen hat, man muss da etwas tun. Und sie hat also 1967 ein Komitee zur Bekämpfung der Huntington-Krankheit gegründet und gleichzeitig hat sich im Weltverband für Neurologie, WFN, eine Huntington-Forschergruppe gegründet, die also etwas zur Erforschung dieser bislang wenig beachteten Krankheit tun wollten. Marjorie Guthrie konnte sogar 1977 den Präsidenten Carter überzeugen, eine Kommission zur Erforschung neurologischer Erkrankungen zu bilden, in die auch die Huntington-Krankheit eingeschlossen war, was dann eben auch die ganze Forschung auf dem Gebiet vorangebracht hat. Aus diesem Committee to Combat Huntington's Disease, also CCHD, wurde dann 1983 parallel, wenn man so will, zur Huntington-Hilfe in Deutschland, die Huntington Disease Society of America, eine Selbsthilfeorganisation. Das Ganze ging dann also weiter, dass im gleichen Jahr ein James Gusella der Erstautor war, dass man nämlich einen sogenannten Marker gefunden hatte, der also unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man nämlich über mindestens zwei Generationen Betroffene und Nicht-Betroffene hatte, bei Risikopersonen eine sogenannte präsymptomatische Diagnostik durchzuführen. Der damalige Titel seiner Arbeit, A Polymorphic DNA Marker Genetically Linked to Huntington's Disease. Parallel dazu gab es in der Familie Wechsler, Milton Wechsler war ein bekannter amerikanischer Psychologe. Er war verheiratet mit einer Biologin und Genetikerin, die also über die Drosophila-Fliege und genetisch geforscht hat, die aber dann auch irgendwann an der Huntington-Erkrankung litt und daran verstarb. Und dieser Milton Wechsler gründete dann unter Mitarbeit seiner Töchter Alice und Nancy Wechsler 1973 die sogenannte Hereditary Disease Foundation,
also eine Stiftung, die eben auch die Forschung auf dem Gebiet der Huntington-Krankheit unterstützen wollte. Und ab 1978 sind dann Alice Wechsler und Neurologen, da war zum Beispiel eine Anne Young und so weiter dabei, bis 2002 immer wieder zu einem Lake Maracaibo, einem See in Venezuela, gereist. Warum haben sie das getan? Bei einem Meeting, was 100 Jahre nach der Erstpublikation von George Huntington stattgefunden hatte, war ein damals junger Medizinstudent, Americo Negret, ein Venezolaner. Und der hatte ein Video mitgebracht, wo er zeigte, dass es an diesem Lake Maracaibo einen Indianerstamm gibt, wo es also von Huntington-Betroffenen nur so wimmelte. Und das hat eben dazu geführt, dass man dann zur Erforschung der Krankheit immer wieder dorthin gereist ist. Man hat da also zum Beispiel über 4000 Blutproben entnommen und Daten von 18.000 Menschen, Stammbäume etc. aufgestellt. Und das war die Basis dafür, dass James Gusella dann eben 1983 diesen polymorphen Marker entdecken konnte. Das ist der Vater Wechsler mit seinen beiden Töchtern, hier die Alice und hier die Nancy. Das ist ein Bild, wie also da bei den Indianern am Lake Maracaibo Blutproben entnommen wurden. Und hier sieht man also Nancy Wechsler, wie sie, also Sie sehen also hier meterlange Stammbäume aufgestellt hat, um eben da einen Beitrag zur Erforschung der Huntington-Krankheit an der Untersuchung von über 18.000 Individuen durchzuführen. Und man kann natürlich den Menschen dort nicht dankbar genug sein. Es gibt dort inzwischen auch ein Hospital für Huntington-Kranke. Also man hat diese Menschen nicht nur für die Forschung in Anführungszeichen ausgenutzt, sondern man hat es immer auch damit verbunden, ihnen medizinische, soziale und psychologische Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist diese Publikation von Herrn Gusella aus 1983. Die dann auch für die weitere Zukunft eine wichtige Bedeutung noch bekommen sollte. Dann vielleicht nochmal zurück zur Selbsthilfe, also 1967 dieses Komitee zur Bekämpfung, was später die Huntington Disease Society of America war. Dann gab es 1968 ein Treffen bei einem Neurologenkongress in Montreal. Da haben sich also ein paar Leute zusammengesetzt, die sich für die Huntington-Krankheit interessiert haben. Darunter war auch ein Genetiker, ein Professor Heinrich Öpen aus Marburg, der dann 1970, und das ist ja, was wir heute feiern, am Freitag, den 28. August 1970, die Gründung der Familienhilfe e.V. mit Sitz in Marburg vorgenommen hat. Dass das so unspezifisch Familienhilfe hieß, hatte eben etwas zu tun mit der deutschen Vergangenheit, dass eben betroffene Familien große Bedenken hatten, ihre Anonymität zu wahren, weil man eben in den 20er Jahren Daten von Huntington-Familien erfasst hat, die später aber eben auch die Grundlage für die Zwangssterilisation und die Tötung dieser Menschen gewesen sind. Drum hat man also ganz bewusst jeden Verweis auf Huntington oder auf Chorea bei der Gründung der Familienhilfe damals weggelassen. 1977 gab es dann ein erstes internationales Treffen in den Niederlanden, wo also Wissenschaftler und selbst Hilfegruppen, muss es hier heißen, sich zum ersten Mal gemeinsam getroffen haben. 1979 waren dann, Marjorie Guthrie war damals noch die Vorsitzende des Ganzen, ein erstes gemeinsames Treffen in Oxford, wo auch deutsche Vertreter dabei waren. Die DHH wird ja eine umfangreiche Chronik herausbringen, wo also auch Zeitzeugen zu diesen Meetings auch nochmal Stellung nehmen werden. Und dann hat man 1986 sozusagen als Untergruppierung der Internationalen Huntington Association, also der weltweiten Selbsthilfebewegung, eine europäische Huntington-Verband, die EHA, mit Gerrit Dommerhold als Präsidenten sozusagen gegründet.
Jetzt war ja mittlerweile schon 1983, ab etwa 85, 86 war es unter den genannten Umständen. Man brauchte mehrere betroffene Familienmitglieder aus zwei Generationen möglich, für Risikopersonen eine sogenannte prädiktive Diagnostik zu machen. Und damit war natürlich die Selbsthilfe und auch die Wissenschaftler eigentlich so ziemlich als Erste mit der Frage konfrontiert, wie geht man denn ethisch, psychisch, sozial überhaupt mit diesem Problem Gendiagnostik um? Und drum hat man also 1987 eine Gruppe geschaffen, die also internationale Richtlinien zur Gendiagnostik erarbeiten sollte, die im Wesentlichen bis heute auch noch Fortbestand haben. Ganz kurz nochmal Deutschland, wie gesagt, DHH oder Familienhilfe, Gründung 1970. Eine erste Zeitung gab es dann im vierten Quartal 1982 und die heißt ja seit 1995 Huntington Courier und hat sich also inhaltlich und von der Gestaltung her, Farbdruck etc., Glanzpapier, also immer weiter und gut entwickelt, dank der Mithilfe von ganz vielen Autoren, im Moment eben die Redakteurin in Bremen, der Wissenschaftsredakteur Herr Reilmann und so weiter. Also ganz viele Leute haben dazu beigetragen. 1982 gründete Herwig Lange die erste deutsche Huntington-Station in der Rheinischen Landesklinik in Düsseldorf. Und es gab dann 1983 im Herbst auch ein erstes bundesweites Treffen für Familien in einem Ferienlager in der Nähe von Hannover. Dass ab 1983 durch diese Publikation von Gusella prädiktive Diagnostik unter bestimmten Umständen möglich war, führte in der Folgezeit in Deutschland, aber auch in anderen Ländern zu erheblichen Auseinandersetzungen. Es ging nämlich um die Frage, wenn jemand sozusagen durch seine ärztliche Tätigkeit einen Menschen kennt, der für die Untersuchung einer dritten Person wichtig wäre, der aber über sein Risiko überhaupt nichts weiß, ob man den sozusagen aktiv beraten kann. Also zu ihm hingehen und sagen kann, hallo, ich weiß da was, was Sie noch gar nicht wissen. Sie sind unter Umständen Risikopersonen für die Huntington-Krankheit. Daneben ging es auch darum, dass der damalige Vorstand wollte sich der ganzen Thematik vorsichtig nähern und hat gesagt, man muss erstmal erste Erfahrungen im Rahmen eines Pilotprojektes sammeln, während andere eben sozusagen gleich in Anführungszeichen in die Vollen gehen und überall diese Diagnostik durchführen wollten. Diese Auseinandersetzungen führten dann also 1987 zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Dann wurde also das Ganze umbenannt in die Deutsche Huntington-Hilfe. Es gab eine neue Satzung, einen neuen Vorstand. Und diejenigen, die eben dieser ganzen indirekten Gendiagnostik kritischer gegenüberstanden, Kai Kranen, Stefan Engel, Familie Just, die haben im Herbst 1987 eine bundesdeutsche Huntington-Gesellschaft e.V. gegründet, die sich aber inzwischen aufgelöst hat und den Leuten empfohlen hat, sich also mit Fragen, Rat und Hilfe ersuchen, an die deutsche Huntington-Hilfe zu wenden. Dann wurden eben verschiedene Landesverbände gegründet, NRW, Bayern, Hessen, dann auch nach der Grenzöffnung Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Landesverband Berlin, Brandenburg. Und so haben wir also die heutige Situation. So, das war jetzt erstmal der kurze Durchmarsch durch unsere Vergangenheit. Gibt es denn dazu Nachfragen? Bis jetzt wurden keine Fragen gestellt, Matthias. Ich glaube, wir sind alle zugebannt und hängen an deinen Lippen. Von daher, mach gerade weiter, bitte. Okay, dann kommen wir zum Kapitel heute. Das Kapitel heute fängt oder hängt ganz eng zusammen damit, dass eben durch die Vorarbeiten, die da am Lake Maracaibo geleistet wurden, es 1983 möglich war, nicht nur die Umgebung des Huntington-Gens zu identifizieren, sondern das Gen als solches auf dem kurzen Arm von Chromosom 4 zu lokalisieren. Und das implizierte,
dass man eben ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mehrere Familienmitglieder brauchte, um eine prädiktive Diagnostik durchzuführen, sondern es konnte ein Individuum hingehen, sagen, bitte nehmen Sie mir Blut ab. Und wenn ein geeignetes Labor das dann untersucht hat, dann konnte der Person eine Voraussage gemacht werden als Risikoperson, ob sie auch mit einer entsprechenden Anzahl von über 38 Repeats erkranken würde oder ob die sogenannten CAG-Repeats im in Anführungszeichen normalen unteren Bereich sind und damit eben kein Risiko der Erkrankung besteht. Das hat eben, wie schon gesagt, eigentlich schon ab 1983 ganz neue ethische Fragen. Nämlich Problem, habe ich schon angesprochen, aktive Beratung. Dann Recht auf Nichtwissen. Es gab von einer amerikanischen Genetikerin eine Publikation, die lautete, ein Recht und eine Pflicht zu wissen. Was also darauf hinauslief, dass wenn jetzt zum Beispiel eine Tochter zur Untersuchung ihren Vater benötigt hätte, 83, als man noch mehrere brauchte, dass sie sozusagen den mehr oder weniger dazu zwingen hätte müssen, sich dieser Untersuchung zu unterziehen. Und da haben aber die Mehrheit der Beteiligten aus der Selbsthilfe und auch aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft gesagt, das gibt es nicht. Es gibt ein Recht auf Nichtwissen und niemand kann dazu verpflichtet werden, sich aus irgendwelchen Gründen, das kann ja auch für bestimmte Berufe eine Rolle spielen, auch Arbeitgeber könnten Interesse an sowas haben, geht also nicht. Und eben auch die Frage, dürfen Eltern ihre minderjährigen Kinder testen lassen, weil sie dann sagen, ja, wenn der eh krank wird, dann brauchen wir da nicht mit Studium und sonst was groß was unternehmen. Das ist auch definitiv ausgeschlossen worden. Und diese internationalen bis heute gültigen Richtlinien sagen eben auch, es geht nicht, dass man einfach nur irgendwo hingeht, den Arm hinhält, Blut abnehmen lässt und dann kriegt man per Telefon oder Brief ein Ergebnis mitgeteilt, sondern es muss vor, während und nach der Untersuchung eine psychosoziale Beratung und Begleitung sichergestellt sein. Das ist dann 1989 sozusagen als gemeinsames Ergebnis der Selbsthilfe und der Forschergruppe Huntington verabschiedet worden und ist dann auch in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitungen sozusagen publiziert worden. Wobei man sagen muss, das ist ja eine Richtlinie für die Betroffenen und die Fachleute. Es ist kein Gesetz. Also was in diesen Richtlinien drinsteht, hat keine Gesetzeskraft. Jetzt haben wir in Deutschland seit 2010 das sogenannte Gendiagnostikgesetz, an dem das regelt sozusagen erfreulicherweise eben, wie auch für andere Erkrankungen eine genetische Diagnostik vor sich gehen soll. Aus Sicht der Huntington-Betroffenen und auch der meisten Fachleute hat es aber erhebliche Schwächen. Was sind diese Schwächen? Einmal wird in diesem Gendiagnostikgesetz, ja, es wird die Huntington-Krankheit nicht genannt, aber es heißt, bei spät manifestierenden Erkrankungen ist eine pränatale Diagnostik ausgeschlossen, die ja bis dahin sogar möglich war auf Anfrage mit der Möglichkeit, dann eben einen straffreien Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, wenn klar war, dieser wachsende Embryo würde also betroffen sein. Da sind wir also dabei, mit dem wiederbelebten Konsortium und so weiter doch also dafür einzutreten, dass man also anerkannt, dass es sehr wohl auch früh manifestierende Erkrankung sein kann und dass man das also festlegt. Also wie gesagt, im Diagnostikgesetz steht nicht drin, Huntington ist spät manifestierend, aber die meisten oder viele Genetiker verstehen das und sagen, bitte in jedem Lehrbuch steht, Erkrankungsalter ab 30, das ist spät manifestierend, wir führen keine pränatale Diagnostik durch. Und dann eben auch die ganze Problematik, die eben für Beziehungen mit einer Person als Risiko- oder Merkmalsträger wichtig wäre, nämlich von der sogenannten Präimplantationsdiagnostik, die also technisch schon seit einiger Zeit machbar ist, für ein nicht betroffenes Kind sorgen zu können. Das ist grundsätzlich im Rahmen des Gendiagnostikgesetzes möglich.
Man muss da aber also auf eigene Kosten einen Antrag stellen bei einer Ethikkommission. Und da ist es nach wie vor so, dass diese Ethikkommission bei Familien aus Huntington-Kreisen sehr unterschiedliche Einschätzungen und Entscheidungen treffen, was die Möglichkeiten der Gewährung einer Präimplantationsdiagnostik, die dann sowieso auch auf eigene Kosten durchgeführt werden müsste, anbelangt. Für die Forschung war dann ganz wichtig, dass also durch private Sponsoren im Jahr 2002 in Amerika eine damals noch genannte HQ Foundation gegründet wurde, die eben 2006 auch mit Millionen Dollar unterstützt hat, dass also das bis heute bestehende und gut arbeitende europäische Huntington-Netzwerk EHDN gegründet werden konnte. In Amerika ging dann aus dem Cure Huntington Disease Initiative, was ursprünglich CHDI war, im Zusammenschluss mit dieser IQ Foundation die CHDI-Stiftung hervor, die weiterhin die europäischen Netzwerke unterstützt und auch eng mit dem EHDN zusammenarbeitet. Diese EHDN, wie gesagt, Europäisches Huntington Disease Network oder Europäisches Huntington Netzwerk, wurde 2006 gegründet. Professor Landwehrmeier hat da bis heute eine ganz wichtige Rolle gespielt und die Sache gut vorangetrieben. Und ich bin ja auch in meinem Fachgebiet Psychiatrie, habe ich mit anderen Fachgesellschaften und Gruppen zu tun. Ich behaupte nach wie vor, ich kenne keinen Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Grundlagenforscher, Kliniker unter immer von Anfang an auch Einbeziehung der Selbsthilfe, wo alle in der Regel strittigen Fragen, wer hat Recht auf Zugriff auf Daten, wer steht bei der Publikation von Daten vorne dran und wer steht hinten dran, das ist alles mit Satzungen, Geschäftsordnungen und so weiter gut geregelt und eine hervorragende Struktur. Es gibt innerhalb der EHDN Arbeitsgruppen, also europaweit mit aller Beteiligung zu Fragen, motorische Symptome, psychische Symptome, psychosoziale Betreuung, Lebensqualität, Pflege und so weiter. Es wird eben auch in der Forschung sehr eng zusammengearbeitet. Und ganz wichtig war eben zunächst mal die Studie Registry, eine reine Beobachtungsstudie, wo also Risikopersonen, Betroffene, aber auch Angehörige sich einmal im Jahr gründlich haben untersuchen lassen. Und man hat eben dadurch über die Jahre schauen können, wodurch unterscheiden sich Krankheitsverläufe, warum ist es beim einen so und beim anderen so. Und das Ganze ist also inzwischen übergegangen in eine weltweite Beobachtungsstudie, die sogenannte Enroll-HD, die uns gerade für die neueren, nachher zu besprechenden Erkenntnisse ganz wichtige Grundlagen geliefert hat. Da werden eben Daten aus einem Pool können gemeinsam genutzt werden. Es gibt Zentren, die sich also qualifizieren, wo dann auch Studien durchgeführt werden. Und die EHDN sorgt sich auch darum, dass es möglichst einheitlich sozusagen eine good clinical practice, also wie kann man den Betroffenen die bestmögliche medizinische und sonstige Versorgung zukommen lassen. Nochmal zur deutschen Huntington-Hilfe. Die hat also mittlerweile an die 1700 Mitglieder. Sie ist Mitglied in der internationalen Selbsthilfegruppe, in der europäischen Gruppe und auch beim Huntington, europäischen Huntington Disease Network. Wir haben mittlerweile 6 Landesverbände, 36 örtliche Selbsthilfegruppen und dank zahlreicher Zuwendungen von Mitgliedern und Freunden von Mitgliedern 2 Stiftungen, die finanziell nicht schlecht ausgestattet sind und mit denen wir Forschung, aber auch im Einzelfall Familien, die bedürftig sind, finanziell unterstützen können. Dieses Enroll-HD, also diese inzwischen weltweite Beobachtungsstudie, hat mittlerweile über 18.000 Teilnehmer in weltweit 159 Zentren in 19 Ländern. Und über Enroll-HD und in Zusammenarbeit mit CHDI in Amerika sind wir mittlerweile in der Forschung so weit, dass es also eine sogenannte Phase-3-Studie gibt
mit einem sogenannten Antisens-Oligonukleotid, das heißt inzwischen Tominersen. Wer schon länger dabei ist, kennt es als die Ionis-Substanz und die Ionis-Studie. Und dieses Mittel, was also per Lumbalpunktion in den Rückenmarkskanal eingebracht werden muss, das hat man in Phase 1 und 2 Studien untersucht auf Verträglichkeit und Sicherheit. Und jetzt läuft also eine über 3 Jahre geplante Studie mit Betroffenen, 790 Teilnehmerinnen an 100 Zentren. Und da geht es also über diesen längeren Zeitraum auch tatsächlich um die Frage, trägt dieses Behandlung, die also das mutante Huntingtin im Rückenmarksflüssigkeit und hoffentlich auch im Gehirn reduziert, trägt das auch zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Verlangsamung des Krankheitsfortschrittes bei, ja oder nein? Eine Frage, die also die ersten Studien, die nur um Sicherheit und Verträglichkeit gingen, nicht beantworten konnte und auch nicht sollte. Dann bei diesem Tominersen ist das Problem, es wird, wobei sich bislang das als unproblematisch erwiesen hat, nicht nur das Huntingtin unterdrückt, was an dem mutierten Gen synthetisiert und abgelesen wird, sondern auch das am nicht mutierten. Und die große Frage, und da gibt es inzwischen auch neuere Forschungen, die zeigen, das nicht mutante Huntingtin spielt durchaus unter Umständen eine Rolle bei lebenswichtigen Prozessen. Und da geht es eben darum, dass also hoffentlich diese Tominersen-Reduzierung auch des nicht-mutanten Huntingtin auch auf längere Sicht nicht zu irgendwelchen gravierenden Nebenwirkungen führt. Ein Fortschritt stellt die sogenannte WAVE-Studie oder Precision HD1 und HD2 statt. Das ist auch so ein Antisens-Oligonukleotid, was aber ausschließlich die veränderte, also die mutante Form des Huntingtin reduziert. Also die vorher angesprochenen Probleme würden hier nicht bestehen. Der Haken dabei ist, das kann nicht bei jedem, aber doch immerhin bei 70% der Betroffenen angewandt werden. Und das sind also im Moment laufende Studien, die also auch zunächst mal um Verträglichkeit und Sicherheit. Auch hier geht es also darum, dass die Substanz einmal monatlich, wie bei einer Lumbalpunktion, bloß dass da nichts entnommen, sondern was reingespritzt wird, verabreicht werden muss. Ergebnisse stehen, wie gesagt, noch aus. Dann laufen aktuell, gibt es noch die Studie HD Clarity. Da sollen also 600 Probanden, die entweder schon erkrankt sind oder Risikopersonen oder früh erkrankt sind, die auch an Enroll HD teilnehmen, die sollen da sich auch lumbal punktieren lassen, aber nicht um was reinzuspritzen, sondern um die Rückenmarksflüssigkeit zu untersuchen. Die entsprechenden Zentren dafür sieht man im Huntington-Kurier zweites Quartal 2020. Dann, es gibt immer wieder Menschen, ich habe das auch oft in Taufkirchen bei stationären Betroffenen erlebt, die bei anfänglich gutem Ansprechen auf die symptomatischen Medikamente Thiaprid, Tetrabenazin, Nitoman, wie sie alle heißen, die zur Dämpfung der Bewegungsunruhe eingesetzt werden, bei weiterem Fortschreiten der Erkrankung mit Medikamenten nicht mehr ausreichend zu stabilisieren sind, die sehr darunter leiden, dass sie ununterbrochen in Bewegung sind, Schluckstörungen haben, hinfallen, die oftmals auch geistig noch sehr klar sind. Und da gibt es eben abgeleitet aus der Parkinson-Forschung die Möglichkeit der tiefen Hirnstimulation bei medikamentös nicht beherrschbarer Chorea. Auch hier findet man die entsprechenden Zentren im Huntington-Kurier 2020, zweites Quartal. Dann relativ neu, ich habe bislang nur die Münsteraner George Huntington Institut, Herr Reilmann, herausgefunden, dass sie da beteiligt sind. Aber das wird sicherlich auch für andere Projekte bei der Huntington-Krankheit Sinn machen. Bislang ist es ja so, man sieht jetzt bei einer Studie den Patienten meinetwegen alle 2 Wochen und hat eine Augenblicksaufnahme.
wie es dem zwischendrin geht, ob er viel liegt, ob er aktiv ist, ob er viel schläft, ob er gut schläft, da sind wir nur auf Erfahrungsberichte von den Betroffenen und den Angehörigen angewiesen. Und die kriegen ja auch oft nicht alles mit oder haben oft nicht eine ganz realistische Einschätzung. Und dieses von der Europäischen Union mit 42 Millionen Euro geforderte Projekt, nicht nur für Huntington, sondern für alle neurodegenerativen Erkrankungen, aber eben auch die Huntington-Krankheit, da will man eben mittels elektronischen Geräten, man kennt es ja heutzutage schon, diese Dinger, die einem sagen, du hast dich heute zu wenig bewegt und so weiter, will man eben möglichst objektiv Daten erfassen. Und ich denke, das wird eine ganz wichtige Zukunftsgeschichte sein, dass man damit eben auch die Erhebung objektiver Daten im Rahmen von Studien wirklich sinnvoll verbessern kann. Dann gibt es Forschungsprojekt an der Uni Mainz zum Thema Resilienz, was auch von der Huntington-Stiftung finanziell unterstützt wird. Und es laufen noch verschiedene Projekte in der Grundlagenforschung bei Herrn Saft in Bochum und in Ulm, die auch von der Huntington-Stiftung finanziell unterstützt werden. Das sind laufende Projekte und zu einer Unterstützung durch die Huntington-Stiftung gehört ja auch, dass man also irgendwann auch berichten muss, was man jetzt eigentlich rausgefunden hat und davon werden wir dann hören. So, das war jetzt mein Teil zu Huntington heute. Gibt es dazu Nachfragen? Bisher keine Fragen eingegangen, Matthias. Ich quatsche sie alle tot. Du machst das so spannend, die, genau, kommen nicht zum Fragestellen. Okay, na gut. Vielleicht ist auch einfach zu klar. Das muss Zeichen sein, dass es verständlich ist. Dann möchte ich noch ein bisschen eingehen darauf, was kann uns denn die Zukunft bringen? Was gibt es an laufenden oder kommenden Studien? Da gibt es einmal, das hat also jetzt gar nichts mit Genetik und mutantem Huntington zu tun, da gibt es also in den USA, das ist mittlerweile schon als sogenannte Einzelweisenmedikament Orphan Drug zugelassen, ein Medikament, was ein sogenannter Vasopressin-Rezeptor-Antagonist ist, der also angeblich bei Aggression und Reizbarkeit bei der Huntington-Krankheit ein nicht seltenes Phänomen hilfreich sein soll. Dann will sozusagen eine andere Firma, führt eine Phase-3-Studie, aber auch nur in den USA durch, mit einem sogenannten vesikulären Monoamintransporter. Das ist was Ähnliches wie Tetrabenazin. Also hier sind einige Druckfehler drin, die bitte ich zu entschuldigen. Und das ist also das Medikament Valbenazine, was also, wenn es sozusagen sich als erfolgreich erweisen sollte, zunächst in den USA, irgendwann dann auch bei uns eventuell zur Verfügung stehen wird. Dann, da hatten wir ja mal vor vielen Jahren, gab es ja aus Russland Erfolgsmeldungen, dass ein Histamin-Antagonist bei demenziellen Syndromen hilfreich sei. Wir haben dazu mit vereinten Kräften eine Studie durchgeführt, die gezeigt hat, wer Placebo gekriegt hat, der hat genauso profitiert wie die, die das Medikament Dimebon hieß es damals bekommen haben. Da haben wir eben auch daraus gelernt, dass allein die vermehrte Zuwendung und Aktivierung durch so eine Studie schon zur Verbesserung der Lebensqualität und auch einzelner Symptome führen kann. Um aber die Kognition bei der Huntington-Krankheit zu verbessern, gibt es also hier eine Studie, wo also die Sicherheit- und Verträglichkeitsstudie bereits abgeschlossen ist und momentan eine Studie zur Dosisfindung und Wirksamkeit in Planung ist. Ein sogenannter N-Methyl-Diaspartat-Rezeptor, Glutamat-Rezeptor, soll also, wenn es funktioniert, die geistige Leistungsfähigkeit verbessern. Und dann gibt es ja noch einen Ansatz, der auch immer wieder in Bochum beforscht worden ist, nämlich dass also das unter Umständen auch ähnliche Prozesse wie bei einer Entzündung ablaufen können, einer Inflammation. Und da gibt es also eine abgeschlossene Phase-2-Studie mit angeblich hoffnungsfrohen Ergebnissen, dass also ein sogenannter monoklonaler Antikörper eben gegen die Entzündungssymptome und damit auch möglicherweise gegen den Abbau von Nervenzellen wirksam sein könnte. Dann, das ist, wenn es was wird, was Hochinteressantes,
nämlich von einer Firma Unicure, ein Stoff, der nennt sich bisher AMT-130. Und im Unterschied, also das ist auch sozusagen ein Stoff, der die Entstehung von mutantem, also krankhaft veränderten Huntingtin hemmen soll. Im Unterschied zu den Antisense-Oligonukleotiden müsste der aber nicht im Moment alle 2 oder 3 Monate per Lumbalpunktion injiziert werden, sondern den müsste man einmalig applizieren, nur einmal, dann ist für alle Zeit gut, allerdings mitten ins Gehirn, nämlich in das sogenannte Striatum. Also Neurochirurgen machen das dann mit Kernspin-gesteuerten Roboterarmen und so weiter. Und da hat es also auch eine erste Studie zur Sicherheit und Verträglichkeit an 26 Patienten gegeben. Die Ergebnisse stehen aus. Wenn das wirklich funktionieren sollte, wäre es natürlich eine Alternative zu den mit Sicherheit nicht besonders angenehmen, in regelmäßigen Abständen erfolgenden Applikationen per Lumbalpunktion von den anderen Antisense-Oligonukleotiden. Wobei es auch insgesamt in der Forschung, aber da sind noch keine Ansätze erkennbar, darum gehen wird, kann man irgendwann ein Medikament herstellen, was auch die sogenannte Blut-Hirn-Schranke überwindet und was dann eben nicht mehr in den Lumbalkanal oder direkt ins Gehirn appliziert werden muss. Dann können sich einige vielleicht noch erinnern, von der Firma Teva gab es mal das Medikament Pridopidin. Das wurde also in mehreren groß angelegten Studien untersucht, zeigte dabei keine Wirkung, wie man sich erhofft hatte, auf motorische Symptome. Aber obwohl das nicht sozusagen der Endpunkt und die Zielgröße der Studie war, hat man aber gemerkt, dass die sogenannten Alltagsfertigkeiten, also der Total Functioning Score, den wir auch bei den Enroll-Untersuchungen ermitteln durch Befragen, der hat sich verbessert. Und drum hat also mittlerweile ist das Ding an eine andere Firma übergegangen und soll also jetzt nochmal in einer größer angelegten sogenannten Phase 3 Studien untersucht werden, ob es nicht doch einen positiven Effekt haben kann. Etwas, was möglicherweise zu einem insgesamten Umdenken bezüglich unserer therapeutischen Strategien führen wird, sind relativ neue Erkenntnisse über die sogenannte somatische Instabilität. Man hat an Gehirnen von an der Huntington-Krankheit Verstorbenen festgestellt, dass also, obwohl die nur in Anführungszeichen 42 CAG-Repeats im Blut hatten, und zwar auch bei mehrfachen Untersuchungen hintereinander, dass es da Zellen gab, die hatten Hunderte und manche sogar bis zu 1000 CAG-Repeats. Und da muss man natürlich davon ausgehen, dass also, wenn wir sagen, schon bei 42 CAG-Repeats wird ein verlängerter Polyglutaminstrang in dem Protein Huntingtin gebildet, der möglicherweise Zellen kaputt macht, dann kann man sich vorstellen, dass es bei 1000 Repeats erst recht schwierig wird. Wenn sich das als ein wirklich bedeutsamer Punkt bei der Entwicklung der Krankheitssymptome erweisen sollte, dann muss man natürlich sagen, dann hat es in Anführungszeichen zunächst mal nicht so viel Sinn zu versuchen, das mutante Huntingtin im Liquor oder auch im ganzen Gehirn zu reduzieren, sondern man müsste ja, wenn, dann sozusagen gezielt genau an diese Zellen rankommen, bei denen sich diese Veränderungen eben auch schon relativ früh abspielen können. Und in diesem Zusammenhang wiederum hat man also herausgefunden, dass es verschiedene genetische Faktoren gibt, die wiederum die Entstehung dieser somatischen Instabilität beschleunigen oder auch verlangsamen können. Und das wäre natürlich auch dann ein ganz wichtiger Ansatz. Man würde dann eben schauen, ob man nicht sozusagen über eine Modulation dieser Modulatoren, dass man die stärker macht oder schwächer macht, ob man nicht dadurch dann auch die Bildung dieser sogenannten somatischen Instabilität, also dass es eben zu einer Vermehrung von diesen Repeats kommt, ob man das nicht dadurch besser verhindern kann. Und da hatte ja der
Herr Schmidt aus Berlin vor kurzem nochmal auf einen Artikel aufmerksam gemacht, wo es auf sogenannten Loss of Interrupting Adenin-Nukleotide ging. Und was hat es damit auf sich? Diese CAG-Repeats, CAG oder manchmal auch CAG, CAA, CAG, die führen jeweils dazu, dass ein Baustein sozusagen von Glutamin gebildet wird. Und klar, je mehr von diesen Repeats da sind, desto mehr Bausteine Glutamin werden gebildet und desto eher verändern sich die Eigenschaften des Huntingtin. Jetzt hat man bei genauerem Hinsehen herausgefunden, wo wir bisher gedacht haben, dieses Huntington-Gen besteht ausschließlich aus CAG-Repeats, dass es bei genauerem Hinschauen da sein kann, dass da mittendrin plötzlich ein sogenanntes CAA-Tript, also nicht Cytosin-Adenin-Guanin, sondern Cytosin-Adenin-Adenin auftaucht. Manchmal sogar zweimal. Und jetzt hat man festgestellt, wenn man jetzt untersucht, Juvenil-Betroffene, bei denen fehlen diese CAA-Einstreurepeats. Und das hat offensichtlich zur Folge, dass also ein früherer und schwererer Verlauf eintreten. Das heißt also, wenn es in Zukunft irgendwie gelingt, auf diese CAAs mehr zu achten, dann erklärt uns das eben auch, warum bei scheinbar identischer CAG-Repeatzahl es zu so unterschiedlichen Krankheitsbeginnen und auch Krankheitsverläufen kommen kann. Also ein hochinteressanter Ansatz. Dann gibt es noch ein Naphthydrin-Aquazinol, das reduziert zumindest bei Huntington-Mäusen sozusagen, die führt nicht zu einer Expansion, sondern zu einer Schrumpfung von CAG-Repeats. Die werden weniger. Bei Mäusen funktioniert das, aber da wissen wir ja auch alle aus langjähriger Erfahrung, Mice tell lies, Mäuse können lügen. Es ist nicht gesagt, dass es dann bei Menschen genauso ist, aber das ist auch einer der Ansätze aus der Forschung, der in Zukunft verfolgt werden wird. Dann vielleicht noch ein Wort, das ging ja groß durch die Presse, diese Erfindung der sogenannten Genschere, mit der es also angeblich jetzt im Falle der Huntington-Krankheit möglich wäre, sozusagen das krankmachende Gen sozusagen aus der DNA rauszuschneiden. Und damit wäre dann, zumindest wenn man es früh genug macht, möglicherweise ein entscheidender Schritt in Richtung Therapie. Inzwischen gibt es aber sehr kritische Stimmen, die sagen, liebe Leute, diese Genschere, die ist nicht so präzise, wie wir ursprünglich gedacht haben. Das heißt also, neben dem DNA-Abschnitt, beispielsweise Huntington-Gen, was man sozusagen schneiden will, kann es durchaus sein, dass bei der Anwendung dieser Genschere auch andere als die gewünschten DNA-Abschnitte betroffen sind. Und das kann also zu Änderungen im Genom in unabsehbaren Folgen führen. Das heißt, eine unmittelbare Anwendung für diese Genschere, für die Huntington-Krankheit, von der schon manche Leute sozusagen fantasiert und geträumt haben, das wird so schnell nicht eintreten. Ja, ein letztes Wort. Wie soll es mit der Selbsthilfe weitergehen? Ich habe mir da erlaubt, meine Antwort auf die Frage, die mir Frau Wahlke in München beim Interview gestellt hat, reinzukopieren. Dadurch, dass es eben große Fortschritte bei der Forschung gibt, dass auch immer mehr Pharmafirmen, weil sie sich von dem Modell Huntington möglicherweise auch Erweiterungen für viel häufigere Erkrankungen wie die Alzheimer-Krankheit etc. vorstellen können, wird es darauf ankommen, dass auch die Selbsthilfe da eine kritische Position behält und eben einer, wie ich es genannt habe, ungebremsten Euphorie sowohl der Wissenschaftler als auch der Mitglieder entgegenwirkt. Dann wird es natürlich auch noch um die Frage gehen, also nehmen wir mal an, diese Antisens-Oligonukleotide erweisen sich als wirklich sinnhaft erfolgreich. Nicht nur statistisch, sondern sie verbessern wirklich die Lebensqualität von Betroffenen. Dann werden das erstmal enorm hohe Therapiekosten sein
Und da wird man sich rechtzeitig darum kümmern müssen, wie soll das dann auch sozusagen von den Playern im Gesundheitswesen, namentlich den gesetzlichen Krankenkassen, finanziert werden. Dann ist natürlich auch wichtig, dass man sich nicht von Pharmafirmen abhängig macht und dass also die Bewahrung der Gleichbehandlung der Betroffenen, also gerade wenn es Therapiekosten gibt, wo man bei einem Gesundheitswesen wie in den USA nur befürchten kann, dass da also möglicherweise nicht alle in den Genuss einer solchen Therapie kommen, das sehe ich auch als eine ganz wichtige Frage. Und das war auch etwas, was ich eben zu den jetzt laufenden Studien mit dem Oligosens-Antinukleotid immer gesagt habe. Manche Menschen drängen da rein in der Vorstellung, wenn ich da mitmache, werde ich geheilt oder zumindest erlebe ich eine deutliche Verbesserung meiner Lebensqualität. Und da muss man ganz klar sagen, das soll ja mit dieser Phase-3-Studie überhaupt erst rausgefunden werden. Das heißt also, wer da mitmacht, und ich unterstütze das sehr, dass Menschen sich da beteiligen, weil anders kann die Forschung nicht vorankommen, dem muss man aber auch klar sagen, in erster Linie leisten Sie oder leistest du einen Beitrag für die Wissenschaft und für die Gemeinschaft. Ob es dann für dich selber etwas Vorteilhaftes bringt, das wird diese Studie mit offenem Ausgang überhaupt erst nochmal zeigen. Und mein Wunsch für die Zukunft, für die Deutsche Huntington-Hilfe, Ihren Vorstand und alle Beteiligten auf Länderebene und wo immer Sie sitzen, ist eben, dass wir es schaffen, alle diese Probleme ins Gut zu meistern. Und damit bin ich auch einigermaßen im Zeitrahmen geblieben. Vielen Dank, dass Sie geduldig zugehört haben. Jetzt erstmal Prost auf die nächsten 50 Jahre. Genau. Also vielen Dank, Matthias. Nimm mal einen Schluck, genau. Dass du diesen Bogen jetzt so für uns so gespannt hast, von den ganz, ganz frühen Zeiten George Huntington über die Gründung der Selbsthilfe, die vielen, vielen Aussichten, die die Zukunft bringen mag. Ich habe nur festgestellt, im Verlauf wurden die Fremdworte immer mehr. Also ich kann die letzten Folien nicht wiederholen. Das Gute nicht von mir. Aber trotzdem ganz, ganz herzlichen Dank. Es gibt inzwischen Fragen, Kommentare. Ja. Und die würde ich einfach gern stellen jetzt. Einmal noch der Wunsch und Hinweis, noch auf die nicht-medikamentöse Behandlung einzugehen. Vielleicht kannst du da gerade was zu sagen. Ja, ich musste mich ja irgendwo kürzer fassen. Ein ganz wichtiges Anliegen von mir, und das habe ich auch schon an den Vorstand der DHH herangetragen, ich kriege durch Anrufe und Kontakte immer wieder mit, dass Menschen in einzelnen Studienzentren regelmäßig eingeladen werden, um eben die Untersuchungen im Rahmen der Studie zu absolvieren. Dass es aber dann, wenn es mal kritisch wird, also wenn psychische oder sonstige Probleme im häuslichen oder im Heimumfeld auftreten, dass da manchmal nicht die gewünschte und erforderliche Unterstützung da ist. Und deswegen gehört zu meiner Wunschliste, dass eben die in der Regel ja neurologisch orientierten Studienzentren verbindlich eine Kooperation eingehen mit psychiatrischen Fachleuten in ihrer Umgebung, für die wir vom Wissenschaftlichen Beirat und auch wir aus Taufkirchen sowohl in pflegerischer wie in sozialtherapeutischer wie in psychotherapeutischer und medizinischer Hinsicht gern jede Form der Unterstützung geben werden. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und da kommen wir eben jetzt auch zu den nicht-medikamentösen Möglichkeiten. Da gibt es ja immer dieses schöne Beispiel mit den genetisch identischen Mäusen, die in einer unterschiedlichen, entweder reizarmen oder sozusagen mit Aktivitäten angereicherten Umgebung leben, wo eben die mit einer angereicherten Umgebung eine deutlich längere Überlebenszeit haben. Und das ist auch etwas ganz wichtig, dass wir alles dafür tun, nicht nur einzelne Symptome zu kurieren, sondern eben auch die Lebensqualität der Betroffenen so gut wie möglich zu erhalten. Das ist richtig, genau.
Noch mal eine Frage, das wird angesprochen, Thema Studien. Wie kann man sich daran beteiligen? Also, im Huntington-Kurier gibt es ja immer diesen Abschnitt Neues aus der Forschung. Und da wird in der Regel auch aufgezählt, wer sozusagen an diesen Studien als Studienzentrum beteiligt ist. Das sind in der Regel auf jeden Fall meistens Ulm, Bochum und Münster. An etlichen anderen Studien sind auch Regensburg, mittlerweile Taufkirchen, Aachen und viele andere beteiligt. Also das ist ein Weg. Wenn man sich an der Registry- oder Enroll-Studie beteiligt, dann kann man sozusagen einen Punkt ankreuzen und sich damit einverstanden erklären, dass man also, wenn es irgendwo eine Studie gibt, für die man mit seinem speziellen Profil von Symptomen etc. gut geeignet wäre, dass man davon aktiv in Kenntnis gesetzt wird. Also das sind die hauptsächlichen Möglichkeiten, also sich bei dem nächsten Zentrum erkundigen, den Huntington-Kurier aufmerksam studieren oder eben als Beteiligter als bei Enroll-HD ankreuzen, dass man eben informiert werden möchte, wenn man für eine Studie in Frage kommt. Genau. Dann nochmal eine andere Frage. Lieber Professor Dose, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag zunächst. Auch wenn er keine konkrete Frage hat, ist doch jemand sehr beeindruckt, was aktuell geleistet wird, auch in Zusammenarbeit von Wissenschaft zusammen mit DHH. Und die Frage kann von Jan, kannst du dazu noch etwas zur Zusammenarbeit sagen? Ja, also das ist auch etwas sehr Spannendes. Das war von Marjorie Guthrie und den Gründungsmüttern und Vätern der Selbsthilfe eigentlich immer gewünscht und angedacht, dass man also eng auch mit Wissenschaftlern, Forschern, Klinikern und Praktikern kooperiert. Da hat es dann mal 1983 ein bisschen geknirscht bei einem gemeinsamen Meeting, weil da einzelne Wissenschaftler dabei waren, denen das nicht gepasst hat, dass da auch die Selbsthilfe irgendwie Stimme und Anwesenheitsrecht haben sollte. Das ist mittlerweile zum Glück längst wieder überwunden. Und wenn nicht gerade Corona-Zeiten ist, dann haben wir auch alle 2 Jahre irgendwo sozusagen auf der Welt ein großes Meeting. Und da treffen eben sowohl die engagierten Forscher, Kliniker und sonstigen Berufsgruppen, die mit der Huntington-Krankheit professionell und wissenschaftlich zu tun haben, mit den Vertretern der Selbsthilfe zusammen. Es gibt gemeinsame Veranstaltungen, es gibt Vorträge der Wissenschaftler bei der Selbsthilfe, Vorträge der Selbsthilfe bei den Wissenschaftlern. Also das ist etwas sehr auch relativ Einmaliges, weil ja vielfach Selbsthilfegruppen für andere Krankheiten sich eher aus so einer gewissen Unzufriedenheit und Opposition gegen die Schulmedizin gegründet haben. Und da haben wir eigentlich mit Ausnahme dieser kleinen Störung 1983 über viele, viele Jahre eine sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten. Das ist wahr. Der Richard schreibt, ganz herzlichen Dank für den vortrefflichen Vortrag. Dem Dankeschön. Schließen wir uns alle an. Und der Carsten Saft schreibt auch, lieber Matthias, toller Beitrag, danke. Das waren die Fragen bisher. Dann auch nochmal von mir das Dankeschön. Ob wir auf die nächsten 50 Jahre anstoßen oder immer lange, das lasse ich mal offen an der Stelle. Wenn du bitte beendest deine Präsentation, dann hole ich mir erstmal Verstärkung. Ich sage stoppen. Du sagst stoppen, das klingt gut, genau. Ja. Ich gucke mal, ob ich den Jochen und die Hannelore finde, weil die wollten mich jetzt unterstützen. Beim Jochen könnte es schwierig sein, da war noch das Kind ins Bett bringen als Frage offen. Das kriegen wir aber alles geregelt. Da ist die Hannelore. Hallo, guten Abend. Abend. Sehr schön. Ja, wunderbar. Der Jochen ist auch da. So, also, jetzt sind wir auch als Vorstand komplett. Das ist schön, hoffe ich, dass ihr dabei seid. Also, wir wollten eigentlich ja heute den Tag ganz anders gestalten. Angedacht war, eine Pressekonferenz abzuhalten in Marburg-Lahn am Gründungsort. Wir wollten auch mit einem großen Banner auf die Huntington Erkrankung aufmerksam machen. Das alles kann leider nicht stattfinden. Von daher heute dieser Weg.
Matthias hat den Bogen schon gespannt. Ich habe noch mal ein paar Folien, um das Ganze aus Familiensicht noch mal zu zeigen, was du schon in sehr ausführlichen Worten wiedergegeben hast. Ihr solltet jetzt meinen Bildschirm wieder sehen. Kann ich mal ein Signal bekommen? Seht ihr gerade meinen Bildschirm? Tun wir. Sehr schön, ja. Also. Nochmal ganz, das ist die offizielle Urkunde, die uns heute hier zusammenführt. Der Vereinsregisterauszug vom 28. August 1970, also da wurde gegründet, der Registerauszug ist ein paar Tage älter, da kam Spieler zustande. Das waren die Personen, die an diesem Freitag, ich weiß nicht, ob es ein Abend war, zusammengekommen sind, um die Familienhilfe zu gründen. Wir haben es sogar noch geschafft, im Rahmen der Recherche den Hermann Ritzenhoff zu finden, der damals erste Vorsitzende der Familienhilfe. Er ist schon hochbetagt, über 90 Jahre alt, lebt in Amerika, konnte leider nicht mehr für ein Interview oder für ein Gespräch zur Verfügung stehen, aber wir haben ihm ganz herzliche Grüße übermittelt und denken auch heute Abend nochmal an ihn und all die, die damals diesen Grundstein für uns alle gelegt haben. Ich habe das in dem Bild so zusammengefasst, wie ich das die Situation 1970 sehe, aus meiner Perspektive heute. Matthias hat es ja auch gerade schon gesagt. Das war eine Phase, das Dritte Reich war noch spürbar in den Köpfen der Leute. Wir haben in der Recherche keinerlei Unterlagen gefunden. Es gibt keine frühen Aufzeichnungen über die Familienhilfe. Es wurden keine Unterlagen angefertigt. Es gibt keine Protokolle. Es gibt kaum Namen. Auch der Vereinsregisterauszug ist lückenhaft. Wir haben schon recherchiert für die Chronik und wir haben sehr wenig nur gefunden. Für uns ist wirklich ganz klar, dass unter diesem Deckmantel der Verschwiegenheit haben sich da die ersten Menschen zusammengefunden. Das Thema Stigma und Isolation, ein riesengroßes Thema. Und von daher umso mutiger und dankenswerter, dass damals der erste Schritt gemacht wurde. Wir haben es ja schon gesehen, wir in Deutschland sind nicht alleine. Es gab schon international die ersten Bewegungen und was daraus geworden ist, ist ja enorm. Wir hatten dann in den nächsten Jahren, die wurde es dann immer mehr, es gab die Gründungen, es gab viel mehr Gruppen, regionale, es gab erste bundesweite Treffen, die dann schon stattgefunden haben und die Gemeinschaft ist gewachsen und gewachsen und ist dann zu dem geworden, was wir heute sind, in unserem Herzen heute, die Huntington-Familien. Wir machen die Gruppentreffen, davon leider in Corona-Zeiten ein bisschen im anderen Format, wenn überhaupt. Dass da blutet uns eher das Herz, dass wir die nicht treffen können, unsere Familie nicht begleiten können. Dennoch sind wir für die Familien da. Die Krankheit ist noch immer da. Es ist eine schlimme Krankheit. Wir feiern nicht die Huntington-Krankheit. Dafür gibt es gar keinen Anlass. Wir feiern, dass wir stark genug sind und immer wieder stärker werden, um dagegen anzuhalten. Wir können das nur tun durch die vielen Aktiven, die uns unterstützen, durch das Netzwerk und die tolle Zusammenarbeit mit den Huntington-Zentren, mit den Wissenschaftlern. Und wenn du mir erklärst, dass es bei Huntington was Einmaliges, dann kann ich nur sagen, ich kenne es nur so, ich kann mir es im Bildnis gar nicht anders vorstellen. Und auch dafür bin ich auch sehr dankbar, dass es heute so funktionieren kann, dass wir die Studien haben, die Möglichkeiten haben, unsere Familien in dieser Zeit auch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass die, wie auch immer, gute Versorgung noch besser werden kann. Denn das, was wir heute haben, ist gut, aber nicht ausreichend. Noch immer haben viele Menschen in Deutschland nicht den Zugang zu allen Informationen, bekommen nicht die Versorgung, die sie benötigen. Und dafür sind wir als Huntington-Hilfe da, um den Familien zur Seite zu stehen und sie mit guten Informationen zu versorgen. Und auch da immer mal wieder gerne, dass wir zu unseren Treffen dann euch, die ganzen Wissenschaftler, einladen dürfen und solche Vorträge wie auch heute dann genießen dürfen, davon immer wieder profitieren. Der Blick in die Zukunft von mir ist der Wunsch, dass wir für alle Menschen mit der Huntington-Krankheit eine Lösung finden, dass die Krankheit in dem Sinne zum Stillstand kommt, dass wir eine Behandlung finden werden, dass sie zum Stillstand kommt, dass man sich zeigen kann, dass die Familien sich nicht mehr verstecken, dass sie offen reden können und das auch tun, dass wir eine gute Versorgung haben, eine individuelle Patientenversorgung haben, dass wir weitermachen wie bisher, das muss der Weg dahin sein, den wir da begonnen haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und da bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Es ist noch nicht zu Ende, es ist bei weitem nicht zu Ende. Von daher, ob es 50 Jahre sind oder wie viel auch immer, das kann ich heute nicht sagen.
Wir haben viel erreicht. Das ist der Grund, warum wir heute zusammenkommen, um darauf heute anzustoßen und das mal zu sich sacken zu lassen. Auch, was ist da schon passiert? Was steht alles auf der Agenda heute? Und wofür brauchen wir die Kraft für morgen? Das war's, was ich sagen wollte. Gibt es Ergänzung von Hannelore und Jochen? Noch was von euch? Ich sehe mich schon doppelt. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht getrunken. Ich würde mich einfach ein Stück weit nochmal ganz kurz anschließen. Also erstmal natürlich Matthias, ganz, ganz vielen lieben Dank für die tolle Präsentation. Und man lernt trotz allem, obwohl man schon lange im Verein ist, immer was dazu. Und das ist das Wertvolle an solchen Webinaren mit sehr, sehr erfahrenen Menschen. Und ich habe einfach die Handlingen Familie schon ganz, ganz lang kennengelernt, in den letzten vier, fünf Jahren ganz, ganz intensiv. Und für mich ist es einfach ganz, ganz arg wichtig. Ich möchte eigentlich allen danken, die in welcher Weise auch immer dazu beigetragen haben, dass wir wirklich eine Familie sind. Und das ist wirklich, das sieht man, sage ich mal, sehr, sehr selten. Also ich kann nicht, ich kann nur von mich sprechen. Ich kenne keine Organisation, die das so abbildet. Und gemeinsam können wir noch mehr erreichen. Da lade ich natürlich jeden immer dazu ein. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Und ich finde, das macht zurzeit sehr, sehr viel Spaß. Es harmoniert. Und jeder ist gern eingeladen, da seinen Teil dazu beizutragen. Und mich freut es einfach, dass wir heute Abend so ein bisschen auch im kleinen Rahmen, wenn auch nicht in live zusammenkommen können, ist mal was anderes. Das kann man vielleicht in 10, 15 Jahren mal irgendjemand anders erzählen. Die würde das wahrscheinlich gar nicht glauben, dass wir so zusammengekommen sind. Und ich finde auch, daraus kann eine neue Chance entstehen. Und das finde ich ganz gut. Das einfach nochmals als Anmerkung auch der Michaela ganz lieben Dank für die technische Umsetzung immer wieder, für deinen Vortrag, ganz, ganz toll. Und der Hannelore natürlich für den heutigen Artikel, der heute erschienen ist, in der regionalen Badischen Zeitung, wenn ich das richtig weiß. Ja, so viel von mir. Ich möchte mich auch anschließen. Ja, es hat eigentlich alles so auch gesagt. Ich fand es ganz toll und es war super, dass wir jetzt die 50 Jahre feiern konnten in dem Rahmen. Also wirklich super und ja, also bin auch dankbar allen. Ja, ich schließe mich einfach mal an. Und also ich erhebe jetzt einfach das Glas, weil sonst wird mein Sekt noch vollends warm. Das wäre auch schade drum. Also ich sage nochmal wirklich, jetzt zwar, ich sehe zwar nur euch, aber ich sehe ganz viele dahinter. Ich sehe die ganzen Wissenschaftler, ich sehe auch, ja, ich sehe meinen Teilnehmer, wer schon dabei ist. Ohne die alle wäre es nicht möglich, ohne die Aktiven wäre es nicht möglich. Wir haben viel, viel erreicht, wir haben noch viel, viel vor uns. Trotzdem ist es ein guter Moment, jetzt mal auf diese Gemeinschaft anzustoßen und darauf denke ich jetzt einfach. So, damit habe ich noch zwei Kommentare abzugeben für den offiziellen Teil. Die Silvia schreibt, vielen herzlichen Dank. Und auch Ingrid wiederholt das ähnlich. Vielen Dank an Professor Dose für den tollen Vortrag und Dank an euch alle, schreibt Ingrid aus Aachen. Ganz vielen Dank. Dank. Genau. Und auch danke also dann, an alle, die mitgemacht haben. Genau, wir beenden jetzt den offiziellen Teil, indem wir die Aufzeichnung stoppen.